Hallo und herzlich willkommen beim Butterfly Spirit, the Art of Transformation. Ja, liebe Waage, du bist natürlich hier, um dir deine Märzbotschaft bei mir abzuholen. Und wie immer gebe ich dir zuerst das mediale Bild, das mir die geistige Welt für dich für den Monat März übermittelt hat. Dann werden wir wie immer die Legung machen für den Monat März für dich, hier mit diesem wunderschönen Deck, das ich vorangekündigt habe im Community-Bereich Licht und Schatten. Eines meiner Lieblingsdecks, die ich geschenkt bekommen habe, was hier jetzt im März seine Einweihung finden wird. Dann werde ich dir noch eine kleine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben, liebe Waage, mit auch ein so farbenfrohes, wunderschönes Deck, Licht, die Liebe der Engel habe ich auch geschenkt bekommen. Ich liebe diese Karten. Ja, liebe Waage, dein mediales Bild, es war nicht einmal unbedingt ein Bild. Aber ich sehe dich ja immer als diese Waage mit den Waagschalen. Und ja, dir gehört natürlich all die Themen der Gerechtigkeit. Ja, nichts, also Ungerechtigkeit ist etwas, wo selbst eine sanfte Waage ihr Blut in Wallung bringen kann, obwohl die Waage eigentlich ja unser göttlicher Diplomat ist. Ja? Aber wenn die Ungerechtigkeit zu groß wird oder eben diese Waagschalen nicht mehr stimmig sind, dann kann eine Waage, man vergesse nicht, Lady Justice hat ja auch ein Schwert in der Hand, kann sie mal ziemlich schnittig werden, ja. Vage Menschen sind oft in Heilberufen, sie sind oft auch in Berufen zu finden, die Diplomatie brauchen und die Kunst einer sehr diplomatischen Kommunikation, vielleicht sogar ein Diplomat. Aber schlussendlich darf man nicht vergessen, der Planet der Vage ist auch die Venus, ja. Und aus diesem Grund, liebe Waage, ist die Liebe immer ein Thema für dich. Ja, ich sehe dich in vergangenen Zeiten als einen Minnesänger, der über die Liebe singt, schöne Poesie über Liebe schreibt. Ja, du hast auf jeden Fall die Gabe der Kunst auch, dir gehört einfach dieser Anteil der Venus, dieses sehr weibliche mit Schönheit, Luxus, Kunst, Kreativität. Du hast einen Blick für die schönen Dinge des Lebens und du kannst definitiv wunderschöne Dinge kreieren. Aber du hast ein bisschen Mühe im Monat März. Ich weiß nicht, warum ich das bekomme von der geistigen Welt. Irgendwie fühlen sich diese Waagschalen nicht richtig für dich. Irgendetwas fehlt. Weil die geistige Welt hat mir die Botschaft gegeben, dass du eigentlich dich verwirklichen möchtest. In einer Richtung, wo du weißt oder wo du denkst, es wäre deine Seelenaufgabe, es wäre dein Weg. Aber irgendwie kommst du da nicht vorwärts. Und ich möchte gerne wissen, warum. Natürlich muss die Legung für dich nicht stimmig sein, liebe Waage. Das sind allgemeine Legungen. Auch die Botschaft muss nicht stimmig sein für dich. Dann schau dir bitte Aszendent. Das ist deine Persönlichkeit. Mond, das ist deine Seele, dein Emotionalteil. Und die Venus, ja, da geht es um Liebe und Beziehung. Schau dir diese Zeichen noch an und ja, am besten abonnierst du den Kanal und drückst die Glocke. Ja, lass uns schauen. Spirit, bitte, geistige Welt, was ist das im Monat März mit unserer lieben Waage? Warum fühlen sich ja diese Schalen nicht? Aber da hast du gute Energie. Sehr gut. Ja, ich habe das noch gefühlt, ganz ehrlich. Ich habe ganz stark Jesus Christus, Lord Sananda, das ist ein aufgestiegener Name, Sananda, habe ich gefühlt in deiner Legung. Er will dir hier was sagen. Ich habe Gänsehaut von oben nach unten. Oh, was auch immer er dir hier mitteilt. Oder was du im Monat März
an was du arbeiten kannst mit ihm, das ist eine wichtige Sache hier. Also hört, hört. Er sagt mir, und wer Ohren hat, der höre. Ja, das ist aus der Bibel. Und wer Ohren hat, der höre. Und wer seinen Dienst in meinem Namen tut, aber es ohne Liebe tut, wird keinen Verdienst ernten. Da hat was durch mich durchgesprochen. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Oh Gott, ich habe überall Gänsehaut. Schauer oben, unten, er ist so präsent hier in deiner Legung, Waage. Und wer es nicht in Liebe tut, auf was geht er hier zurück? Lass mich jetzt meine Kunst hier der Telepathie benutzen. Wir haben nicht einmal gestartet, du siehst. Spricht er schon so klar. Wow, das fließt so schnell. Ich muss jetzt schauen, dass ich... Schau mal, wie meine Hände flackern. So viel Energie und Information hier. Vielleicht, ich rede jetzt mit seinen Worten. Er sagt, du hast in der Vergangenheit deinen Weg gesucht. Du willst diese Waagschalen mit Licht, Liebe, Erfolg, mit all diesen Dingen, die Königin der Münzen repräsentiert, auch übrigens Venus, Stier, Mutter Erde, Reichtum, Fülle, Fruchtbarkeit. Schau mal, sie weiß, wer sie ist. Sie rennt nichts mehr nach. Ihre Schalen sind immer gefüllt. Ja? Diesen Zustand willst du. Warum hat das nicht geklappt für dich? Warum immer... Oder dann wieder leer oder eine zu voll oder warum? Er geht auf eine Geschichte zurück mit seinen Jüngern. Ich habe die Bibel zwar gelesen, meine Lieben, und ich habe auch einen Seelsorgekurs gemacht, aber ich bin, was die Bibel betrifft, nicht sattelfest. Und vor allem, Jesus Christus sagt sehr, sehr klar, die Bibel ist sicher nicht die Wahrheit, ja. Es sind einfach Dinge, die irgendwo gesammelt wurden und dann so niedergeschrieben worden sind. Aber dennoch gewisse, es ist ein Buch, das man dennoch lesen sollte, weil es hat viel Weisheit in sich auch. Und er zeigt mir eine Szene, boah, ich werde jetzt gerade in diese Zeit zurückkatapultiert. Wo die Jünger, er hat ihnen ja gelehrt, das waren seine Schüler, seine Studenten. Also die 12 Aspekte Gottes, ja, wie ich es ja auch in meiner Ausbildung lerne, diese 12 Aspekte in eine Reinheit hineinzubringen, eine gewisse Perfektion, obwohl wir das als Mensch nie schaffen, aber mindestens 51%. Und das war ja auch seine Mission. Ja? Er wollte lernen. Und was die Jünger oft nicht verstanden haben, ist, dass die Liebe das Zentrum aller Dinge sein sollte. Sie sagten, wir tun alles, was du uns gelehrt hast. Wir treiben Dämonen aus, wir heilen Menschen, wir bringen sie zusammen, wir machen kleine Wunder, wir machen, was du uns gelehrt hast und dennoch siehst du uns nicht. Und Jesus hat darauf geantwortet, wie gesagt, wer diese Dinge tut,
ohne die Liebe zu mir, hat er das so damals gesagt, zu mir, was er meint, ist zum Göttlichen, zum Schöpfer, zur Schöpfung, den werde ich nicht erkennen. Das ist eine sehr tiefe Legung. Ich weiß nicht, ob sie stimmig ist für dich, aber Jesus will dir hier etwas sagen. Schau, kreiere Waage, Stab, Königin der Stäbe. Das ist die Gegenwart. Sie ist Löwe. Hier haben wir einen Löwen. Sehr klar, wer hier in deine Legung gekommen ist und dir sagen will, dass wenn du beginnst, es in Liebe zu tun, die Liebe zum Schöpfer zu fühlen, wo? Dann fließt Energie, Kundalini, Feuer. Schau mal, wie schön sie dieses Feuer, und natürlich die schwarze Katze, ja, sie ist natürlich eine Mystikerin hier. Sie kennt die Magie, sie kennt die Anderswelt, sie kreiert, schau mal, wie sie den Stab hochhält, wie sie diese Lebensenergie, diese Liebe, diese Kraft fühlt. So soll das sein, will er sagen. Dann werden sich auch die Schalen fühlen. Also er wird definitiv hier, ganz klar, im März dich hier an die Hand nehmen. Ich glaube, Jesus Christus gibt dir hier Schub. Wenn sich im März dein Herzchakra öffnet, wenn du plötzlich fühlst, boah, da ist so eine Energie anwesend, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für diese göttliche Liebe. Denn selbst ich, was ich hier tue, und ihr könnt auf meiner Webseite bitte noch lesen, was ich sonst noch alles tue, ich tue das in Liebe. Weil ich verstanden habe, das ist meine Seelenaufgabe. Darum habe ich mich inkarniert. Und ja, auch ich bin manchmal erschöpft, immer präsent zu sein, immer Liebe zu sein. Ja, ich kenne das auch. Dann ziehe ich mich zurück und ich lade mich wieder auf. Aber man muss es in Liebe tun. In Liebe zu dieser Schöpfung. Ja. Nicht für sich selbst. Was ich tue, warum ich euch ausbilde, warum ich alles anbiete, ist nicht für mich. Ich kenne den Weg schon. Ich tue das nicht für mich. Ich tue das für euch, für die Menschheit, für diese Schöpfung, für Mutter Erde. Das ist eine Berufung, es ist etwas Größeres. Es geht um größere Dinge als um mich selbst. Und vielleicht ist es hier eine Lehre für dich hier. Liebe Waage, sechster Schwerter, komm auf die Paradise Island. Sechster Schwerter ist immer ein Abschied eines alten Ufers. Du sollst dich hier verabschieden. Schau mal, die Raben, sie ziehen dich ja schon. Das ist eine Einweihung. Sie ziehen dich. Das sind die Vögel von Merlin. Sie ziehen dich hier in die Welt der Magie. Loslassen. Du sollst in ein neues Ufer kommen. Das ist die Situationskarte. Siebenter Kelche, das kommt von außen auf dich zu, das ist die Qual der Wahl. Ich glaube, du beschäftigst dich ganz tief wirklich mit der Frage, meine Güte, was ist eigentlich, ich habe so viele Talente, aber was ist meine Gabe, wie soll ich das umsetzen im Leben? Ja, vielleicht hast du hier auch, das ist auch die Karte der Illusionen, das wäre dann den Schatten, dich in gewissen Illusionen in der Matrix aufgehalten, im Sinne von nicht klar durchgeblickt, sondern dich in Illusionen von Möglichkeiten verloren. Am Ende, du siehst, nur ein Kelch hier ist rot. Vielleicht machst du ein Seelenscanning hier mit mir. Im März, liebe Waage, um herauszufinden, wohin, warum bin ich hier, was sagt mir meine Seele, wo finde ich diese Richtung und wie finde ich diese Liebe? Die Liebe zum Schöpfer, das kann dir niemand geben, das ist etwas, was du in dir fühlen musst, das kann auch ich dir nicht geben, aber
Ich kann ein Seelenscanning machen. Eine Richtung könnte ich dir geben. Ja, hier auch, du bist also definitiv Hoffnung, Ängste, Zinderstäbe. Das ist eine konträre Karte. Du hast so viel Energie. Zinderstäbe. Stäbe ist Feuer. Also das ist eine massive Kundalini-Energie, die du hier zur Verfügung hättest. Aber irgendwie weißt du nicht, in welche Richtung. Und wenn man viel, viel Kundalini hat, aber sie keinen Ausdruck findet, dann bekommt man Blockierungen und die können sich sogar körperlich im Körper manifestieren in Form von Schmerzen. Es kann auch eine Kundalini kann auch eine Psychose auslösen, ja. Und diese Psychose, die man dann bekommt, die katapultiert uns in eine Welt der Illusion. Also Jesus Christus hat es sehr klar gesagt, schon steht auch in der Bibel. Einige von euch werden irre werden an mir. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du irre bist, lieber Wagen, natürlich nicht. Aber das sind die Folgen von der falschen Anwendung von Energie, von Lebensenergie, Herzenergie. Unser Energiezentrum, diese Flamme, ist im Herzen. Kundalini, Herzenergie. Feuer. Herzflammenmeditation und so weiter. Studier mal meine Playlist hier. Meditation, du wirst sehen, ich gehe immer ins Herz. Ich weiß warum. Jawohl. Und aber, liebe Waage, wir haben hier eine gute Nachricht. Schau mal, wer hier ist in deiner Zukunft, der Herrscher. Ja, er ist die Manifestation. Er bringt hier was ins Rollen. Sternzeichen wieder. Ja, er nimmt das Zepter wieder. Du wirst hier das Zepter wieder an die Hand nehmen. Du wirst klar sein im Sinne von, jawohl, jetzt habe ich den Weg. Ja, und du wirst nicht zögern, ihn zu tun. Und auch hier wieder, ja, wir wissen es, Feuerzeichen. Er ist auch der Herrscher von 2023. Wird dir hier auf jeden Fall Energie geben, diese Dinge ins Rollen zu bringen, diese gewaltige Energie, die du hier einfach nutzlos brach, die brach gelegen hat, in eine ganz, ganz gute Richtung hineinzulenken und es auch zu manifestieren. Hier bist du also doppelt, doppelt mit dieser Widerenergie und Meister Sananda, Jesus Christus, Löwe, ja, du bist hier unter unglaublich starker Energie im März. Du wirst hier absolut begleitet und es wird dir hier geholfen. Und entsprechend bin ich jetzt noch auf deinen Engel gespannt, der dich hier im Monat März auch noch ein bisschen unterstützen wird. Ja? Was ist das Thema bitte? Geistige Welt, Botschaft. Waage, März 2023. Oh, ja, es ist, ich weiß gar nicht, was ich noch hier sagen soll zu dieser Karte. Es ist einfach sonnenklar, was hier dir gesagt werden will. Schöpferkraft. Ja, komm in die Gänge, Waage. Schöpferkraft. Ja. Du bist ein Schöpfer. Du bist ein Schöpfer. Ja, liebe Waage, ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Ich bedanke mich bei Meister Sananda für diese sehr, sehr klaren Worte hier an dich. Ich denke, das ist unglaublich hilfreich, wenn es stimmig ist für dich. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei deiner wunderbaren, wunderschöne Energie, die du hier auf meinen Kanal einbringst. Und ich bedanke mich auch für einen Thanks. Das ist ein Herzchen oben, da kann man draufklicken und da kann man mir eine kleine Spende machen, wenn man möchte. Und ja, liebe Waage, du weißt, ich bin hier für dich, wenn du Hilfe hier brauchst auf diesem Weg, wenn dich etwas angesprochen hat und du tief fühlst, ja, ich sollte vielleicht diese Dinge mal in Anspruch nehmen. Dann melde dich bei mir, geh auf meine Webseite und ja, bis dahin
wünsche ich dir alles Licht und Liebe. Bis bald.